Modelle wie Fitzlaw und auch Steering Law beschreiben einfache motorische Operationen. Das können wir in der Mensch-Computer-Interaktion benutzen, um vorherzusagen, wie lange sowas dauert, wie das Auswählen eines einzelnen Buttons. Was wir damit nicht machen können, ist, wir können damit keine komplexeren Dialoge beschreiben. Und was wir uns jetzt anschauen, ist KLM ein Modell, mit dem ich genau das machen kann. Wir schauen uns an, wofür steht KLM eigentlich, was sind die sogenannten KLM-Operatoren und wie kann ich das jetzt benutzen, um vorherzusagen, wie lange ein Benutzer benötigt, um eine Aufgabe mit einem Dialog zu erfüllen. Dafür schauen wir uns ein Beispiel an. In diesem Beispiel gibt es einen Dialog, um von einer Währung in eine andere umzurechnen. Das heißt, wir können da eine Summe eingeben, wir können eine Ursprungswährung eingeben und dann können wir eine Zielwährung eingeben. Und wenn wir den Convert-Button drücken, dann haben wir als nächstes die Summe, die wir umrechnen wollten. Wenn wir das jetzt uns anschauen wollen und das irgendwas vorhersagen wollen, dann brauchen wir noch eine Aufgabe und wir brauchen eine Startbedingung. Die Aufgabe in diesem Fall könnte sein, rechne 12 Euro in US-Dollar um. Eine Hand ist auf der Maus und nichts ist ausgewählt. Und jetzt die Frage, naja, wie kann ich das jetzt beschreiben? Und was muss ich dafür wissen? Dafür können wir uns anschauen, was sind denn jetzt die einzelnen Schritte, die ich hier absolvieren muss als Benutzer. Das heißt, wir haben die Maus, eine Hand ist auf der Maus und jetzt will ich diese Aufgabe erfüllen. Als erstes muss ich jetzt dieses Textfeld auswählen, dann will ich den Wert, der drin steht, entfernen, dann will ich einen neuen Wert eingeben, dann will ich Euro auswählen, dann will ich US-Dollar auswählen und als letztes muss ich dann noch den Convert-Button drücken, um diesen Dialog abzuschließen. Und jetzt habe ich diese Liste an relativ einfachen Aufgaben. Und das kann ich jetzt nehmen, um KLM zu verwenden, um zu beschreiben, wie lange das denn jeweils dauert. KLM steht für das Keystroke Level Model, also Keystroke für K, L, M. Und es gehört zu einer ganzen Familie von Modellen der sogenannten GOMS-Familie. GOMS steht hier für Goals, Operators, Methods und Selection Rules, also zusammengesetzt GOMS. Was ich mit KLM machen kann, was ich mit den anderen GOMS-Modellen vielleicht nicht machen kann, ist vorherzusagen, wie lange jetzt wirklich die Zeit ist, um jetzt eine Aufgabe, eine konkret gegebene Aufgabe zu erfüllen. KLM macht das, indem er Aufgaben noch weiter runterbricht in sogenannte Basisoperatoren. Das heißt, ich habe drei Klassen von Operatoren. Die erste Klasse ist die größte, das sind motorische Operationen, sowas wie ich drücke einen Knopf, ich zeige auf einen Knopf, ich gebe eine Taste, drücke eine Taste. Der nächste Operator ist dann der mentale Operator. Der dient dann dazu, motorische Operationen vorzubereiten. Das heißt, ich muss vielleicht kurz darüber reflektieren, welche Zahl wollte ich eigentlich eingeben, welche Währung wollte ich auswählen. Und der letzte Operator ist dann der System Response Operator. Der ist dann, beschreibt dann die System-Antwortzeit, das heißt, wie lange braucht das System jetzt, um mir eine Antwort oder irgendwas zu geben. Für unser Beispiel ist das jetzt nicht relevant, da sind alle Antwortzeiten des Systems so gering, dass wir die vernachlässigen können. Aber wir können uns jetzt für diese Operatoren anschauen, wie lange dauert das denn jeweils. Das heißt, wir haben jetzt zwei, drei Klassen von Operatoren. Wir haben im ersten Schritt die motorischen Operatoren. Das sind die ersten vier und dann haben wir den mentalen Operator und dann haben wir den System Response Operator. Der erste Operator ist der K-Operator. K steht hier für Keystroke und der beschreibt, wie lange dauert es, einen einzelnen Buchstaben, eine einzelne Zahl, die Shift-Taste zu drücken oder einzugeben. Da kann man sich überlegen, naja, das hängt ja vermutlich vom Benutzer ab. Wenn ich jetzt jemanden habe, der jeden Tag viele Stunden mit der Tastatur arbeitet und vielleicht auch darauf trainiert wurde, dann ist der schneller als jemand, der noch nie in seinem Leben eine Tastatur benutzt hat. Und deswegen gibt es dann auch verschiedene Zeiten. Wenn ich jetzt davon ausgehe, ich habe einen hochtrainierten Benutzer, der Experte bei der Benutzung von Eingabegeräten ist, dann dauert das natürlich weniger lang, als wenn ich jetzt vielleicht nur einen durchschnittlich geübten Benutzer habe, der vielleicht Erfahrung hat, aber nie darauf trainiert wurde. Für den geübten, also hochtrainierten Benutzer hätten wir dann so einen Wert von 120 Millisekunden. Für einen geübten Benutzer
Wert von 200 Millisekunden. Jemand, der vielleicht so wie ich zwar relativ häufig die Tastatur benutzt, aber das nicht so der Kernelement seines Jobs ist, der bräuchte dann vielleicht 280 Millisekunden. Und die Klasse von Benutzern, die vielleicht noch nie eine Tastatur gesehen haben, bräuchte dann 1,2 Sekunden. Das dauert dann so lange, weil in diesem Fall muss ich auch noch suchen, wo ist denn jetzt die Taste, die ich drücken will. Der nächste Operator ist der H-Operator. H steht für Homing. Und das beschreibt die Zeit, die ein Benutzer benötigt, um seine Hand von der Maus auf die Tastatur zu bewegen und wieder zurück. KLM geht davon aus, dass immer, wenn ich Texte eingebe, ich beide Hände auf der Tastatur haben muss. Das heißt, jedes Mal, wenn ich was auswählen will mit der Maus und früher die Tastatur benutzt habe, muss ich diesen H-Operator haben. Und wenn ich dann wieder neuen Text eingeben will, dann muss ich wieder die Hand explizit von der Maus auf die Tastatur nehmen. Ich kann zwischen der Maus und der Tastatur wechseln, dann will ich natürlich auch die Maus-Buttons drücken. Dafür gibt es dann auch einen Operator, das ist dann der B-Operator für das Runterdrücken eines Maus-Buttons und der BB-Operator für den ganzen Klick. Das heißt, Runterdrücken dauert B und dann wieder Klicken dauert zweimal B. Jetzt kann ich klicken, ich kann die Hand auf die Maus legen. Jetzt muss ich noch Dinge auswählen. Dafür ist der P-Operator zuständig. Ich zeige mit der Maus auf ein Eingabelement. Dafür kann ich FitzLaw benutzen. Ich kann aber auch einfach einen Wert nehmen, der so den Durchschnitt beschreibt. Weil der Durchschnitt jetzt stark variieren kann, sagt KLM auch, ja, das kann zwischen 0,8 und 1,5 Sekunden dauern. Und im Durchschnitt wäre dann so ein Wert von 1,1 Sekunden. Besser wird das Ganze, wenn ich FitzLaw benutzen würde, aber wenn ich die FitzLaw-Parameter für mein spezielles Eingabegerät nicht kenne oder mir diese Berechnung besparen will, dann könnte ich auch diese 1,1 Sekunden nehmen. Der letzte motorische Operator ist der D-Operator. Der beschreibt das Malen einer Linie mit der Maus. Da wird davon ausgegangen, dass ich jede Linie schon bei der Modellierung in geraden Segmente zerlegen kann. Und wenn ich jetzt weiß, wie viele gerade Segmente braucht die Aufgabe und wie viel gibt es davon und wie lang sind die, dann kann ich das mit einer relativ einfachen Formel ausrechnen. Der nächste Operator ist der mentale Operator. Der dient zur Vorbereitung auf einen dieser motorischen Operatoren. Das heißt, ich muss vielleicht kurz drüber nachdenken, welche Währung wollte ich denn auswählen, welche Zahl wollte ich eingeben und das beschreibt dann der M-Operator. Dafür nimmt man dann einfach einen Durchschnittswert. Hier wird jetzt 1,35 Sekunden angenommen. Und der letzte Operator ist dann der R-Operator. R ist die System Response Time und beschreibt, wie lange braucht das System, um eine Antwort zu geben. Das ist, wie gesagt, für unser Beispiel jetzt vielleicht nicht relevant, ist auch hoch systemspezifisch natürlich und auch aufgabenspezifisch. Bei unserer Aufgabe gibt es jetzt nichts, was länger dauert, wofür das System länger brauchen würde. Diese Operatoren können wir jetzt benutzen, um uns nochmal unsere Aufgabe anzuschauen. Also die Aufgabe war, 12 Euro in US-Dollar umzuwandeln. Die Hand ist auf der Maus, nichts ist ausgewählt. Jetzt können wir durch die verschiedenen Dinge, die ein Benutzer machen muss, mal durchgehen. Im ersten Fall, was muss ich machen? Ich muss dieses Textfeld auswählen mit der Maus. Das heißt, ich muss einmal pointen und dann will ich es noch auswählen. Das heißt, ich muss noch klicken. Und ein Klick ist dann zweimal der B-Operator. Das heißt, ich habe einmal P, zweimal B. Dann will ich im nächsten Schritt diesen Wert, der ja schon steht, entfernen. Dazu muss ich erstmal die Hand von der Maus zurück auf die Tastatur nehmen und dann will ich die Entfernen-Taste drücken. Das heißt, ich habe einmal diesen Homing-Operator und dann habe ich einen K-Operator für die Entfernen-Taste. Dann will ich einen neuen Wert eingeben. Da kann man sich überlegen, naja, vielleicht braucht der Benutzer noch kurz Zeit, um darüber nachzudenken, was wollte ich denn jetzt für einen Wert. Danach muss aber nur noch zweimal eine Taste drücken. Das heißt, ich habe einmal den mentalen Operator und dann zweimal den K-Operator. Dann will ich Euro auswählen. Beide Hände sind immer noch auf der Tastatur. Das heißt, ich muss erstmal eine Hand wieder auf die Maus nehmen. Danach will ich darüber nachdenken, was wollte ich denn jetzt für eine Währung auswählen. Und dann muss ich pointen und dann muss ich noch den Klick machen. Das heißt, ich habe einmal den H, einmal den M, einmal den P und einmal den BB-Operator. So etwas Ähnliches mache ich dann für US-Dollar.
Die Hand ist eigentlich schon auf der Maus, deswegen brauche ich den Homing-Operator nicht. Das heißt, ich habe einmal den mentalen Operator, den P-Operator und dann noch den Klick. Und das Gleiche mache ich dann am Ende auch nochmal. Jetzt muss ich aber nicht mehr drüber nachdenken, weil ich kann hier nur noch diesen Convert-Button drücken. Das heißt, ich habe P und dann zweimal das B. Jetzt habe ich diese verschiedenen Operatoren. Wenn ich das jetzt benutzen möchte, um auszurechnen, wie lange das denn jetzt dauert, brauche ich natürlich noch die Zeiten. Und jetzt kann ich auszählen, wie lange dauern jetzt die einzelnen Operatoren und wie oft treten die auf. Also ich kann mir anschauen, der P-Operator beispielsweise, den brauche ich jetzt viermal. Einmal für das Auswählen des Textfeldes, einmal für Euro, einmal für US-Dollar und einmal für Convert. Das heißt, ich habe viermal den P-Operator. Und genauso kann ich das dann auch für alle anderen Operatoren machen und jeweils gucken, wie oft tritt er jetzt bei meiner Aufgabe auf. Nachdem ich das gemacht habe, kann ich dann mir anschauen, na, wie lange dauert das denn? Also im Beispiel von P wieder. Ich habe P, das dauert im Durchschnitt 1,1 Sekunden. Das habe ich jetzt viermal, das heißt, ich brauche 4,4 Sekunden. Und naja, genauso wie ich das für den P-Operator machen kann, kann ich es auch für alle anderen Operatoren machen. Und im letzten Schritt muss ich jetzt nur noch diese Zeiten zusammenrechnen und komme dann für unser Beispiel auf 10,89 Sekunden. Wenn ich jetzt eine empirische Studie durchführen würde, dann würde ich auf andere Zeiten kommen. Das heißt, ich habe ja andere Benutzer als die, die ursprünglich benutzt wurden, um jetzt diese Zeiten für KLM zu bestimmen. Das heißt, meine Ergebnisse werden nie hundertprozentig mit KLM übereinstimmen. KLM ist überraschend nah dran häufig, aber was ich mit KLM auch machen kann, ist, ich kann unterschiedliche Interfaces miteinander vergleichen. Und dann spielen diese Unterschiede zwischen meiner empirischen Messung und dem, was KLM vorhersagt, nicht mehr so eine große Rolle, weil wenn ich zwei Interfaces vergleiche und meine Benutzergruppe jetzt vielleicht besonders schnell zeigen kann, dann kann sie ja mit beiden Interfaces besonders schnell zeigen. Das heißt, der relative Unterschied ist eigentlich das, was mich beim Vergleich von verschiedenen Interfaces wirklich interessiert. Und einen relativen Unterschied, den kann KLM dann noch besser abbilden. Wir schauen uns mal ein ganz einfaches Beispiel an. Hier habe ich vier Versionen von so einem Interface und habe eine konkrete Aufgabe. Die Hand ist auf der Maus, nichts ist ausgewählt und ich möchte jetzt zu Foto gehen. Das läuft jetzt bei diesen vier Varianten unterschiedlich ab. In der ersten Variante habe ich diese Radio-Buttons. Ich muss jetzt den Foto-Radio-Button auswählen und dann auf Go klicken. Die zweite Variante ist noch einfacher. Da habe ich jetzt einfach Links und ich muss nur auf diesen Link klicken. Variante 3, ich habe eine Combo-Box, die muss ich aufklappen, dann drücke ich auf Go. Und die letzte Variante, ich muss dieses Textfeld auswählen, ich muss Foto schreiben und dann muss ich auf Go klicken. Und für diese vier Varianten können wir jetzt überlegen, naja, was ist denn jetzt das schnellste Interface? Das schnellste Interface, das nicht so schrecklich überraschend, ist die Variante 2. Bei der Variante kann ich überlegen, welche KLM-Operatoren brauche ich denn dafür? Also vielleicht brauche ich den mentalen Operator, um darüber nachzudenken, ja, ich will jetzt Foto auswählen. Den brauche ich aber auch bei allen anderen Varianten. Danach brauche ich nur noch einmal pointen und dann nochmal klicken. Das heißt, ich habe drei Operatoren, M, P und dann zweimal das B. Die andere Frage, die man sich stellen kann, ist, welches denn jetzt das langsamste Interface? Das langsamste Interface ist die Variante 3. Das ist vielleicht etwas überraschender, weil bei Variante 4, da muss ich ja diese ganzen Buchstaben eingeben und bei Variante 3 nicht. Allerdings ist der Pointing-Operator so viel langsamer als der K-Operator, dass trotz des Eingebens von diesen 5 Buchstaben Variante 3 dann am Ende langsamer ist. KLM ist also ein Modell, mit dem ich vorhersagen kann, wie lange Benutzer brauchen, um eine Aufgabe in einem einfachen Dialog auszuführen. Dabei nimmt KLM allerdings an, dass ich trainierte Benutzer habe, die irgendwie durchschnittlich sind. Das heißt, es funktioniert nicht mehr, wenn ich Benutzer habe, die jetzt irgendwie ganz spezielle Eigenschaften haben. Und es funktioniert auch nicht mehr, wenn der Benutzer das Interface vielleicht zum ersten Mal sieht. KLM ist besonders nützlich dann, wenn ich verschiedene Interface vergleichen möchte. Das heißt, ich habe verschiedene Varianten und ich möchte jetzt wissen, welche ist jetzt die schnellste Variante. Dann fallen Unterschiede zwischen meinen Benutzern und den durchschnittlichen KLM-Benutzern nicht mehr so doll ins Gewicht,
weil ich mir dann nur noch die Relation zwischen den Werten anschaue. Das heißt, ich stelle dann fest, Interface 1 ist schneller als Interface 2, weil KLM mir das sagt. Und typischerweise würde ich dann diesen Unterschied auch finden, wenn ich eine empirische Studie machen müsste. Und deswegen kann ich halt auf die empirische Studie häufig verzichten, wenn ich KLM anwenden kann. Die Verwendung von KLM, die wird irgendwann komplex, wenn die Komplexität des Interfaces steigt. Das heißt, für so einfache Dialoge, wie wir uns das jetzt angeschaut haben, da ist das vergleichsweise einfach, die Operatoren aufzuschreiben. Wenn die Dialoge komplexer werden, dann bekomme ich natürlich immer mehr Operatoren. Allerdings, wenn ich solche Dialoge habe, dann habe ich typischerweise auch Dialoge, die komplexere mentale Prozesse erfordern. Das heißt, der Benutzer muss mehr darüber nachdenken, was da jetzt passiert. Und ab irgendeinem Punkt habe ich dann häufig Interfaces, bei denen der Benutzer mehr darüber nachdenkt, was er jetzt machen muss, als die eigentliche Benutzung des Interfaces. Und für solche Aufgaben ist dann KLM auch nicht mehr geeignet, weil das halt nicht modelliert wird.